Hallo, ich wollte mich einfach mal bei euch melden. Lang, lang ist's her. Genau gesagt ist es 6 Monate her, dass ich so richtig aktiv war oder halbwegs noch aktiv war. Seitdem ist ja eher Funkstille und nur mal wirklich, wenn überhaupt, sporadisch, mal online überhaupt am Rechner. Ja, die Mutterpflichten sind dann doch sehr einnehmend, obwohl ich sagen muss, der Tag ist inzwischen schön strukturiert und die Nacht, naja. Mal so, mal so. Aber im Grunde schon wesentlich besser geworden. Kleiner Knopf. Und darum dachte ich, jetzt nutze ich das mal und melde mich. Aber ja, man muss immer mehr Realist werden, merke ich. Und sich eingestehen, dass es wahrscheinlich erst wieder zu richtigen Aufnahmen kommt, wenn der Kleine hier mit 1 Jahr in die Kinderkrippe geht und man dann auch mal vormittags Zeit hat bei meinen Schichtnern. Einfach mal die Möglichkeit gegeben ist, dass man selber zu Hause ist. Er aber nicht. Und ja, man dann die Zeit sinnvoll nutzen kann, mal zum Aufnehmen und alles. Weil alles, was man jetzt mal so zwischendurch macht, wenn ich bei meinen Eltern oder so zu Besuch bin, das ist nur so was Kurzfristiges. Und ja, letztendlich ist auch er da immer präsent. Und was bleibt einem anderes übrig? Das Baby gewinnt immer. Das mussten wir schon anerkennen. Das Baby gewinnt immer. Kleiner Mann? Aber es ist ja schön. Und ja, ich wollte euch einfach nur sagen, dass es mir gut geht soweit, bis auf den Schlafentzug. Und ja, dass ich genauso hummel wie ihr wahrscheinlich, dass es das endlich mal weitergeht. Aber wie gesagt, ich denke, es sind locker noch 6 Monate hin, bis da mal wirklich wieder Ruhe und System einkehrt. Momentan macht der Kleine zweimal täglich Mittagsschlaf, aber wenn er dann irgendwie einen Zahnschub oder einen Entwicklungsschub oder so hat, schläft er dann doch relativ schlecht und braucht da sehr viel Betreuung und Eiteitei und ach, alles wird gut. Ja. Ach, schön sabberst du. Sabbert die Mama voll. Toll. Juhu. ja. Dann hoffe ich aber, wenn es dann irgendwann mal weitergeht, wie gesagt, in einem halben Jahr, dass der ein oder andere von euch noch da ist und noch Nerven hat für mich und nicht sagt, oh, hier, kann mich mal. Guck ich nie wieder. War ganz lange nicht da. Jetzt ist sie doof. Ja. Für die Leute, die sich dafür entscheiden, tschüss, alles Gute. Und für alle, die bleiben, freue ich mich halt, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dass man wieder gemeinsam was erleben und spielen kann. Ich hoffe dann, dass ich dann endlich die angefangenen Sachen endlich zu Ende bringen kann. Und ja, vorher brauche ich noch nicht über neue Projekte nachdenken, ja, weil wer weiß, was in einem halben Jahr auch aktuell und gefragt ist. Ich bin immer noch über Facebook erreichbar. Ich arbeite weiterhin an der neuen Homepage. Die ist jetzt eigentlich so gut wie fertig. Ich muss sie nur veröffentlichen. Werde ich auch über Facebook machen. Und ich werde sie später bei all meinen Videos hier unten einfügen. Da steht bis jetzt die alte noch drinne. Und ja, genau. Der ein oder andere, der sich langweilt, kann sich ja vielleicht die Zeit vertreiben. Da ja, ich glaube, über 1000 Videos online. Über 1000 Videos online sind von mir. Das hat er sicher das ein oder andere Video vielleicht noch nicht geguckt und kann sich das angucken, weil nur weil es jetzt älter ist, ist es ja nicht unbedingt schlecht, außer vielleicht von der Audioqualität, weil man sich ja stetig entwickelt. Jo. Genau. Ansonsten gibt es soweit nichts Neues. Gamescom wird nächstes Jahr wahrscheinlich auch nichts werden. Da ist der Kleine 1,5 Jahre alt. Ich denke mal nicht, dass das so gut klappt. Zumal wir nächstes Jahr jetzt schon 2 Termine uns vorgenommen haben, die wir an sich mal machen möchten auf Probe, dass er mal bei den Großeltern ist. Mal gucken, ich bin sehr gespannt. Na, kleiner Mann, ich bin sehr gespannt, wie du dich da benimmst, ob du dich benimmst. Wenn er nach der Mutti kommt, benimmt er sich nicht so gut. Ja! Wo kam das her? Ich weiß nicht. Ja. Genau. Das war jetzt auch sein Part. Oh, Entschuldigung, ich habe ihn unterbrochen. Fertig? Ja. Das wollte er euch auch Wichtiges mitteilen und ich würde sagen, ich versuche, so wann immer ich mal irgendwie eine freie Minute habe, dass ich mich dann doch mal wenigstens alle paar Monate mal wenigstens melde, dass ich noch lebe. Und ja, wir sehen uns ansonsten wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, wenn der Kleine in die Krippe geht.
Von daher, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr bewahrt die Nerven. Ich wünsche euch jetzt schon mal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles erdenklich Liebe und Gute für jeden, der Geburtstag hat. Ja. Wie gesagt, über Facebook erreicht ihr mich immer wieder, auch wenn ich da nur sporadisch online bin. Macht's gut, bis bald irgendwann. Wink mal bitte. Wink mal! Wie soll ich's winken? Nee, du würdest lieber irgendwas gerade kaputt machen. Gut, dann winkt er eben nicht. Ich wink für zwei. Und ja. Nein, nicht die Mütze. Die Enthüllung schlechthin. Mirabel ohne Mütze. Bam, bam, bam. Bis bald. Tschüss.